Herzlich willkommen auf unserem KBC Gaming Kanal. Ich bin Kipini. So, und bevor ich nun so mir nichts, dir nichts mit meiner Need for Speed Review fortfahre, habe ich euch noch von meinem kläglichen Versuch, Need for Speed 2 zu spielen, zu berichten. Naja, die mich überwältigende Farbenvielfalt brachte mich nämlich auf den Trichter, dass da womöglich was nicht stimmte. Und natürlich, wie könnte es auch anders sein, konnte ein Spiel wie Need for Speed 2 von 1997 nicht mit dem mittlerweile gewohnten Windows 7 mithalten. Und es zeigte sich mir mit einer solch augenbeleidigten Grafik, dass ich mich dazu entschloss, euch damit nicht zu quälen. Ja klar, es war ein seiner Zeit vorausgehendes Racing-Arcade-Spiel, welches sowohl mit dem neuen Split-Screen-Modus und den ungewohnt schnellen Fahrzeugen einfach nur beeindruckte und viele Zocker, mich wohl mit eingeschlossen, erst zu richtigen PC- und Konsolen-Junkies machte. Und jene, die schon einen PC besaßen, da die 3D-Beschleunigerkarte zu benutzen wusste, mieden einige Strecken und Kurse an das Sonnenlicht und genossen die realistischen Fahrgeräusche und das unumstreitbare Suchtpotenzial, was jeden ergriff, der sich auch nur ein wenig für Autos und Geschwindigkeit interessierte. Ja, im Großen und Ganzen gilt Need for Speed 2 als gelungen und hat nach wie vor seinen ihm treu ergebenen Fans. Ich persönlich konnte mich dem Ganzen nicht so ganz hingeben, da ich die Steuerung zu easy fand und von den Bots nun wirklich nicht herausgefordert wurde. Immer schön weiterschauen, abonnieren und kommentieren.